gegangen sind. Ich weiß, wie das aussieht. Hey! Sag mal, spinnst du? So, ist mal ein bisschen näher. Das betrachten die Sache. Oh ja. Ja, jetzt sehe ich das Problem. Der Sache werden wir jetzt mal auf den Grund gehen. Sind Sie sicher, dass Sie richtige Ärztin sind? Natürlich bin ich die richtige Ärztin. Jetzt ist eine neue Studie rausgekommen, wo beschlossen wurde, dass eben fette Leute dafür verantwortlich sind, dass die Ozonschicht verschwindet. Oh, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Jetzt ist aber genug, ja? Und ich sag dir noch eins. Wenn du hier so weitermachst, kriegst du hinterher kein Eis. Ich ruf mir selbst eins. Kannst dir eins, wenn ich dein Geld hab. Ich hab ja extra Geld. Ja, nicht, hast du ja nicht. Hallo, Eduard. Was tippst du denn da feinet, hä? Hallo, kann ich eine Flasche Wasser haben? Na klar kannst du eine Flasche Wasser haben. Na komm schon, hol sie dir. Na los, jawoll. Hey, schöner fester Po. Hey, und müssen wir so einen Napfkuchen hier, wa? Oh, na der Sache wollen wir mal auf den Grund gehen. Oh, geil. Jawoll. Verdammte Scheiße. Dieses Weib, das hört nicht auf. Moment mal, warten Sie mal. Also erstmal lassen Sie mich mal erklären, ja? Also, wir drei, wir gehören zusammen, wa? Also wir arbeiten im gleichen Bürohaus und da sind wir eben manchmal nackig. Und diese Haarklumpen. Das sieht aber nicht mehr gut aus. Ach du mein Güte, sieht der das aus. Das ist ja nicht mehr appetitlich. Eine 22-jährige Frau in New Jersey alarmierte die Polizei, als sie spät abends einen exzentrischen alten Mann im Vorgarten ihres Mietshauses herumirren sah. Die junge Frau hatte keine Ahnung, dass es sich hierbei um Bob Dylan handelte. Der sieht aus wie ein Obdachloser! Und dann nützen dir die ganzen Millionen nix wie Zac Efron. Computer-Zeitraff-Programm als alter Mann dargestellt. Die Kappe passt perfekt. Ey, Bob Dylan, der kommt jetzt mit ne Weihnachts-CD raus. Stell dir doch mal vor, wie sich das anhören muss. Danke, dass du uns sagst, wo man lachen muss. Dazu kann ich nur eins sagen. Menschenskind. Mit Multiplatin-LPs und als Musiklegende kann der Typ nicht mal ein Bad nehmen. Stattdessen geistert er in der Gegend rum und sieht aus, als bräuchte er dringend eine warme Suppe. TikTok. Dass eine 22-jährige Frau keine Ahnung hat, wer Bob Dylan ist, kann man sehr verstehen. Die kennt vielleicht gerade mal Matt Dylan. Also so witzig ist auch wieder nicht. Müssen wir mal irgendwie Deodorant anbieten. Den kann ich mir vorstellen, dass sie den mit den Obdachlosen verwechselt haben. Wie du dich hier wieder mal aufführst, das ist das allerletzte. Wisst ihr, ich zahle gutes Geld für diesen Tennisunterricht und hab gedacht, Mensch, jetzt können wir was lernen und können vielleicht ein bisschen abnehmen dabei. Ich brauch ja nicht abnehmen, nimm du doch ab. Was? Du musst abnehmen, guck dich doch mal an. Wer von uns beiden muss abnehmen? Ihr seid all zwar beschädigt. Jetzt ist aber genug, ja? Und ich sag dir noch eins. Wenn du hier so weitermachst, kriegst du hinterher kein Eis. Ich ruf mir selbst eins. Kannst dir eins, wenn ich dein Geld hab. Ich hab ja extra Geld. Ja, nicht, hast du ja nicht. Führst dich hier auf. Spiel jetzt. Das Spiel heißt übrigens Tennis und nicht Busenball. Zack jetzt. Au. Los. Ich weiß, wo du deine Tennisbälle versteckst. Was? Also, das reicht mir jetzt. Woher weißt du das? Das kannst du ja nicht wissen.
Inspektor gesagt, dass ich das wusste. Wollen wir uns wieder vertragen? Oh ja! Aua! Aua, meine Titten! Aua! Die sind total beschädigt. Los jetzt, wie in Eisdiele. Ich will einen Obstbecher. Ich auch, aber mit Schlagsahne. Also, hier ist denn jetzt unsere Küche und die, hier können wir das so alle zubereiten, ne? Also, wie gesagt, ich will ja für meine Mitarbeiter ein schönes Essen servieren, dass die mal was Besonderes haben. Und hier das sind noch alle möglichen Sachen von Fressereien, was übrig geblieben ist. Und das ist alles noch hier, kann man alles noch essen, wunderbar. Oi. Das ist doch... Nee, ja nicht. Das ist gut. Hier, den Käse kannst du abbeuten und... Ei, hör schon mal, das ist doch alles Müll. Nee, das ist kein Müll. Und hier, guck mal die... Oh, Bock und Scheiße. Ugh. Riech doch mal. Also. Das ist alles hier... Hier haben wir noch Grünzeug und... Nee, also wir müssen das meiste von Anfang an anfangen. Das ist doch alles hier Müll. Du kannst doch nichts von einem Müllhalde da servieren. Aber... Jetzt hilfst du mir, wa? Oh ja, oh ja, 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 geil! So, jetzt die Handwäsche. Und abtrocknen. Ach, also. Ich mach das mal hier sauber. Du, weißt du was? Erstmal müsstest du dabei dein Hemd ausziehen, wa? Hemd ausziehen. So, jetzt mache ich mal hier. Guck mal, das ist ganz lecker. Probier mal. Nee, ich will nicht. Du sollst es probieren. Ich muss doch kotzen, Mensch. Jetzt machen wir hier die Eierkuchen und sind wir bald fertig, wa? So, das ist lecker. Das wird deinen Leuten bestimmt schmecken. Sieht doch auch appetitlich aus. Na, mit dem appetitlich aussehen, weiß ich nicht so. Also, Leute! Achtung, hier kommt die geile Chefin! Ich wüsste jetzt mal gerne, so ein bisschen die Perspektive von älteren Damen. Wie ich mich jetzt so kleiden soll, weil ich hatte ja also wenig Erfolg bisher. Also, meine ganzen Verlobten, die ich also alle so hatte, das hat alles immer bloß so 2 Wochen, ne, oder was gedauert allerhöchstens. Und naja, mit so einer älteren Leute, da hat man dann schon manchmal auch das Glück, dass einer mal 40 oder so ja 60 Jahre verheiratet war. Und da können sie mir ja vielleicht so ein bisschen Rat geben, wa? Erstmal, ich habe mir mal ein paar schicke Sachen gekauft hier bei C&A und das werde ich jetzt erstmal so ein bisschen modellieren, wa? Also, kickt euch das mal an, Omas, okay? Hier, das ist mein erstes. Na, wie sieht das aus? Nee, nee, so kannst du dich nicht sehen lassen, mein Kind. Das ist ja schrecklich. Das sieht schlimm aus. Schlimm, sag ich, ganz doll schlimm. Nee, 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 nee. Das ist nicht, mein Schatzilein. Nein, nein, so können wir dich nicht losschicken. Nee, ich finde das schick. Ach, naja, ich hatte ja zur Not noch ein zweites Kostüm. Also, jetzt wartet, jetzt zieht das andere an. Also, in dem Kleid siehst du aus wie ein Animiermädchen oder noch schlimmer. Kind, damit kriegst du keinen Mann. Nicht kriegst du, also da kannst du ja damit auf den Strich gehen. Wieso? Was soll denn das heißen? Nee, das ist, was heißt auf den Strich gehen? Überhaupt nicht geschmackvoll. Im Gegenteil, das, da kommen einem ja die Haferflocken wieder hoch. So, wie sieht das aus? Na, ist doch toll. Wieso? Was heißt zu kurz? Lastet! Nein, auf gar keinen Fall! Na, dann müsst ihr mir irgendwas pumpen zum Anziehen, aber ob mir das passt, das ist denn fraglich. Und dann, wie das vielleicht aussieht. Naja, ich zieh das an und da werden wir das sehen. Oh! Na, das macht ja mal was daher, wa? Was heißt altmodisch, sag mal? Das ist so, das kannst du dich sehen lassen. Das ist ein Vorstellungskostüm. Finde ich wunderschön. Vielleicht eine Bluse?
Das ist kein Sapperlatz, das steckst du dir so unter. Hm. Also, das ist wohl ein Scherz, wa? Ich versuch mal das nächste an erstmal. Ach, wunderbar, na wie sich das auch anfühlt, so richtig schön. Also wisst ihr, Omis, ich bin skeptisch. Damit kriegst du garantiert ein Brötchen. Ach, das ist ja bezaubernd. Ach, das ist ja... Also ich kann dir ja nicht beschreiben, wie schön ich das finde. Na also, totschick, totschick. Richtig elegant und damenhaft. Was ist denn jetzt hier hinten? Das ist so, das siebt irgendwie. Na, mein Arsch kommt da ja nicht zur Geltung. Ich hab doch so eine wunderbare Figur und das sieht doch jetzt ja keiner mehr. Mensch, das sieht doch schick aus. Du bist ja nicht was Schönes. Hosenanzug mit Knöpfe. Das ist schick. Nein, 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 nein. Da kannst du gar nicht schief liegen damit. Also, ich weiß nicht. Und die Ohrringe und das alles, ist das nicht ein bisschen dolle? Damit soll ich auf der Straße gehen? Das ist doch nicht euer Ernst. Naja, ich werde denn jetzt mal gehen. Ich habe ja eine Verabredung zum Abendbrot, wa? Mal sehen, ob da ein Frühstück bei rausspringt. Hallo, Puppe. Sieht mal voll geil aus. Ja, super. Danke. Mensch. Zieht hier in eine Muschi. Naja, da hätte ich mich ja auf was eingelassen.